Heute machen wir mal einen Igel. Grundform für Marzipanfiguren ist in 99% der Fälle die Kugel. Das heißt, schön gucken, dass die Kugel möglichst wenig Risse hat, am besten gar keine, indem man sie so zwischen den Fingern rund wirken kann. Dann für den Igel, der hat eine spitze Nase, mache ich das dann auf diese Art und forme einen Tropfen, dass ich ungefähr dieses Aussehen habe. Wie der Igel halt so ist, spitze Nase, dicker Körper. Dann setze ich mir den Igel so zurecht, dass er ein bisschen freundlich nach oben guckt. Und nun kommen wir zu den Stacheln schon. Für die Stacheln habe ich so eine kleine Nagelschere und fange immer in der Mitte an. So, dass es am Runden anfängt mit den Stacheln und vorne das Gesicht frei bleibt. Die nächste Reihe kommt versetzt hinten dran. Möglichst nicht direkt hintereinander, dass es ein schönes Stachelmuster ergibt. Und das zieht man dann durch. Ich muss es mal in die Hand nehmen, dann kann ich das besser. Bis man ganz am Ende ist. Es muss auch nicht irgendwie gleichmäßig sein. Ein Stachelkleid vom Igel ist auch nicht gleichmäßig. Das tut keine Not. So wirkt dann der ganze Igel lebendiger. Und wirklich dann bis ganz hinten hin. Aber wichtig auch, die Stacheln nicht durchschneiden. Sonst brechen sie ab, wenn nachher das Ganze ein bisschen getrocknet ist. Das wäre ja schade drum. So, hiermit hat der Igel schon sein Kleid bekommen. Schön nochmal ein bisschen andrücken. Mit der zweiten Kugel mache ich gleich noch die Arme, aber jetzt machen wir noch was anderes zuerst. Das Gesicht, Moment, machen wir es so. Braucht auch einen Mund. Dafür ist auch schön die Nagelschere ideal geeignet. Man schneidet schön die Schnauze vorne ein. Zieht vorne ein bisschen hoch, unten ein bisschen zusammendrücken. Und schon hat der Igel seinen Mund. Jetzt mache ich mit dem kleinen Stück Marzipan noch die Hände. Denn wir machen einen frechen Igel. Da haben wir dann einmal der Arm, dann brauchen wir ein kleines Modellierholz. Flach drücken, sieht man schon Arm und Hand. Dann drücke ich hier die Finger ein. 1, 2, 3, 4, 5. Setze das unten beim Igel an und verdecke mit der einen Hand sein Auge. Dann machen wir den anderen Arm, da unser Igel Rechtshänder ist. Das wird jetzt ein bisschen frecher. Ich hoffe, es stört keinen. Auch hier wieder die Hand abtrennen. Ein bisschen größer machen diese Hand, weil ich die jetzt einschneide. Dann klappe ich den Teil ein und klappe den Teil ein. Mache hier und hier die Abdrücke von den Fingern. Dann kann man den schön da unten ansetzen, ein bisschen weiter hinten. Und dann sieht man, der Igel, na, so. Der Igel zeigt genau, was er denkt. Und damit wäre das schon fertig. So schnell kann man einen Igel selber machen.